Fließgewässer können natürlich längs zoniert werden, wobei es verschiedene limnologische Bezeichnungen gibt. Also über das Gefälle spricht man hier von einem sogenannten Rittral, was so viel bedeutet wie Bach. Wenn der Bach angeschwollen ist zu einem Fluss, dann spricht man von einem Potamal. Und hier kann man genauso unterscheiden wie bei einem stehenden Gewässer zwischen einem Epimeter und Hyporitral bzw. Potamal. Das Kriterium dafür ist zum Teil auch das Gefälle in Promille. Und die Ordnungszahlen ist meistens bei den Bächen nur von 1 bis 3. Man findet hier natürlich auch verschiedene Fischarten. Im Rittral sieht man hauptsächlich Forellen bzw. auch Eschen. Im Potamal kommen dann auch Barben dazu bzw. Flundern, welche hier auch den marinen Einfluss haben natürlich. Ganz wichtig für den Erhalt von Fließgewässern ist das sogenannte River Continuum Konzept. Das heißt, man muss bestimmte Kriterien eines Fließgewässers erfüllen oder sollte. Und da spricht man von 4 Dimensionen eines Flusses. Das heißt, es muss die longitudinale Dimension erhalten sein, dass ein Fluss zum Beispiel nicht aufgestaut wird durch einen Damm. Es sollte die vertikale Dimension gegeben bleiben. Das heißt, es darf kein Verkleben geben des Flussbettes, also Verkleben unter Anführungszeichen durch zum Beispiel Ausräumen eines Bettes, durch eine Schotternutzung zum Beispiel. Die transversale Dimension muss gegeben sein, das heißt, dass Zuflüsse erlaubt sind und nicht abgeblockt werden, beziehungsweise auch die temporale Dimension. Das heißt, es kommt zu kaum Veränderungen oder keinen Veränderungen in der tages- und der jahreszeitlichen Dynamik. Wenn Sie hier die Gewässergröße sich ansehen, von einem sehr kleinen Bach oder von diesem Rittral, von dem wir gesprochen haben, und das etwas in Beziehung setzen mit den Organismen, welche dort leben, findet man eben in allen Bereichen natürlich Mikroben, Zerkleinerer, Weidegänger, Räuber, Sammler, welche natürlich auch von diesem sogenannten CPOM leben. Das CPOM steht für Coarse Particulate Organic Matter, also sehr grobes, partikuläres, organisches Material, welches hier zerkleinert wird. Das kann man zum Beispiel über Makrophyten gewinnen. Durch diese Zerkleinerung gewinnt man dann dieses sogenannte FPOM, das feine, partikuläre, organische Material. Und somit profitieren eben die verschiedenen Lebensgemeinschaften davon, Zooplankton bzw. Phytoplankton, wobei dann natürlich auch die Photosynthese eine starke Rolle spielt. Flüsse haben sehr, sehr viel natürlich mit Gletschern zu tun als Ursprung. Und wenn Sie sich hier diese historische Grafik ansehen, vom Rotmoosferner bzw. dem Gogler Kamm von der Hohen Mut aus im Ötztal, dann sehen Sie hier von 1885 bis jetzt ist das ein drastisches Bild. 100 Jahre danach sieht man vom Rotmoosferner sehr, sehr wenig. Und hier sehen Sie, was in einem anderen Modul bereits erwähnt worden ist, dass der Rotmoosferner noch mit dem Wasserfallferner verbunden war, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Also diese Veränderung geht recht dynamisch und sehr drastisch vor sich. Also das wäre das ursprüngliche Bett gewesen und man sieht hier auch die alten Moränen noch sehr gut von 1850, wo es noch einen kurzen Vorstoß gegeben hat und von 1920 diese Moräne ist die letzte aufgeschüttete, welche man wirklich sehr gut noch im Gelände erkennen kann. Die Gesamtfläche an Gletschern sieht man auch hier natürlich, welche extrem stark zurückgegangen ist. Von den Flächen bis zu
1969, wie es hier aufgetragen ist, wobei hier auffällig ist, dass langsam die Skigebiete an Größe gewinnen natürlich, auch durch diese vermehrte Nutzung, durch dieses sogenannte Snow Farming oder das Abdecken der Gletscherskipisten gewinnt es natürlich immer mehr an Fläche und nimmt natürliche Gletscherfläche weg. Der Ursprung der Fließgewässer wird ebenso eingeteilt nach dem Original. Das heißt, es kann ein Gletscherbach sein, ein Quellbach bzw. ein Schneebach. Wenn es ein Gletscherbach ist, dann spricht man hier von einem sogenannten Kryal, also wieder dieses alte griechische Wort Kryo, welches für kalt steht. Man kann hier auch von einem Eukryal sprechen, Meta- oder Hypokryal. Das Grenal wird als ein Quellbach bezeichnet, also wo eine Quelle der Ursprung ist für einen Abfluss, beziehungsweise wenn ein Schnee fällt, über das Schmelzwasser ein Fließgewässer bildet, dann spricht man von einem Kial. Hier zum Beispiel als Kontrast dazu, wiederum in Obergurgl gibt es zwei benachbarte Täler, im Königstal und im Rotmoostal, wobei wir hier den sogenannten Königsbach haben, welcher ein Quellbach ist oder Grundwasserbach, und als Kontrast dazu der Gletscherbach, die Rotmoosache, welche sich extrem stark in ihrer Optik unterscheiden, weil der Quellbach natürlich klar ist. Und ein Gletscherbach, dieses Kryal, führt immer Gletschermilch, Gletscherschluff mit sich und ist sehr, sehr trüb. Man hat hier auch verschiedene Abflüsse als Vergleich dieser beiden Bäche natürlich. Es kommt auch zu verschiedenen Stabilitäten. Das heißt, ein gletscherbeeinflusster Bach hat eine geringere Stabilität als ein Quellbach, weil durch diese raschen Abflüsse von dem Schmelzwasser immer wieder Felsmaterial mitgeschoben wird und somit den Lebensraum extrem stark verändern kann. Man sieht hier auch die Spitzen, welche extrem ausgeprägt sind bei dem Gletscherbach im Gegensatz zu diesem Quellbach, welcher um einiges stabiler und auch von der Tages- und Jahreszeit einheitlicher zu sehen ist. Bei einem Gletscherbach haben wir hier das höchste Tagesmittel mit 5,5 Grad Celsius. In diesem aktuellen Beispiel eine Tagesschwankung kann hier schon über 11 Grad betragen. Und das hängt natürlich mit den Schmelzprozessen zusammen über den Tag. Und Sie sehen hier, dass die Tagesschwankungen in einem Quellbach nicht so stark ausgeprägt sind, mit ungefähr 6 Grad. Die maximalen Abflüsse natürlich, wie gesagt, weitaus weniger von einem Quellbach im Vergleich zu einem Gletscherbach. Und hier, was Sie sehen als Stabilität, diese Zahlen in der unteren Skalierung, das heißt die Zahl 1 steht für ein stabiles Bachbett und die Zahl 3 für relativ instabil, wenn eben Geschiebe, Gerinne, Felsmaterial, Schotter plötzlich durch diese abrupten Schmelzprozesse mitgeführt werden.